Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen hier bei FRM TV und wir beginnen diese Sendung gleich mit einer sehr erfreulichen Nachricht. Aus diesem Grund sind wir auch hier auf dem Dipser Marktplatz und neben mir steht Bärbel Leiteritz. Vielen Dipserinnen und Dipsern bekannt als Bäckermeisterin, jetzt im Ruhestand. Und da muss ich vielleicht sagen, hat sie ein bisschen Zeit, ein bisschen zu viel Zeit, um diese Freizeit auch dann wirklich gut zu nutzen, hat sie gesagt mit ihrem HGV, machen wir doch in diesem Jahr einen Dipser Weihnachtsmarkt. Und da sage ich erstmal Dankeschön, dass es diese Initiative gibt. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, wie wird denn dieser Weihnachtsmarkt aussehen, Frau Leiteritz? Ja, im Moment sieht es so aus, dass wir schon etliche Künstler schon bestellt haben. Es gibt dieses Quiz wieder vom HGV, wo es dann am Sonntag um 17 Uhr auch die Geschenke wieder gibt auf dem Markt, wo die verlost werden für die, die auch anwesend sind. Musik ist reichlich. Am Freitag gibt es ganz viele Kindergärten und auch eine Tanzgruppe. Sonnabend spielt die Band Dietmar & Friends und am Sonntag kommt Eckart Böhm mit den Weltklasse 3. Da wird's lustig. Auf der Mühle. Genau, da wird's lustig und hinterher die Verlosung. Und ich denke, kulinarisch ist einiges geboten. Also da haben wir von süß bis herzhaft einige Buden doch noch oder Händler bekommen können, weil wo wir begonnen haben zur Organisation im Sommer, sage ich mal, ist es schon ganz schwer, weil solche Märkte werden schon von Jahr zu Jahr organisiert, also sprich im Dezember nach dem Weihnachtsmarkt schon für den nächsten Weihnachtsmarkt. Und deshalb war es für uns schon sehr schwierig, da überhaupt noch Händler und Künstler zu bekommen. Also ich guck mal, vom 15. bis 17.12., das ist der Termin, Weihnachtsmarkt in die Poldiswalde. Und jetzt gucken wir mal ins Archiv. Wissen Sie, wann der letzte war hier in Dips? Ja, 2019, denke ich. Richtig, dort war der letzte Weihnachtsmarkt vom 6., dann ging es 10 Tage bis 16.12. Und wir gucken jetzt mal kurz rein, wie es da aussah. Also eröffnet natürlich damals durch den Kulturraum- und Brauchtumspflege e.V., der das organisiert hat. Die Bürgermeisterin war da, die Oberbürgermeisterin und natürlich auch der Weihnachtsmann. Und man hat sich dort geärgert, dass man kein Kinderkarussell bekommen hat. Also es gab doch auch damals schon Dinge, die nicht funktionierten oder wo man sagt, geht einfach nicht in Dips. Ja, und jetzt gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt. Jetzt werden natürlich viele fragen. Der HGV hat, der Kulturraum- und Brauchtumspflege hat gesagt, schaffen wir nicht mehr, lassen wir weg. Wieso haben Sie sich jetzt entschlossen, doch diesen großen Arbeitsaufwand zu tun als Verein und diesen Weihnachtsmarkt dann an einem Wochenende zu organisieren? Also ich finde persönlich für die Dipser, man muss einfach auch mal gemütlich auf den Markt gehen können, laufen können und nicht unbedingt immer fahren, dass man dann auch gemütlich einen Kuliwein trinken kann, ein bisschen Unterhaltung, ein bisschen Musik dazu im Hintergrund und sich mit Freunden treffen. Und deshalb habe ich auch gesagt, auch nur ein Wochenende, weil es reicht. Es ist das erste Wochenende ist Lichterglanz und Bimmelbahn. Dann sind die Leute mit der Eisenbahn unterwegs. Da sind ganz viele Weihnachtsmärkte ringsherum. Und deswegen haben wir uns auch entschieden, den erst am 3. Advent zu machen. Und einfach nur für die Dipser, dass die hier gemütlich sich treffen können und ja, Kultur genießen. Und neben der Kultur wird es natürlich auch so sein, dass die Geschäfte hier geöffnet haben werden, denke ich. Ja, die sind geöffnet bis 18 Uhr an beiden Sonnabenden und am Sonntag. Also ich würde sagen, wir freuen uns ganz doll auf den Dipser Weihnachtsmarkt vom 15. bis zum 17. Ja? Für die Kinder würde ich noch was dazu sagen. Entschuldigung, das ist vielleicht auch ganz wichtig. Wir haben das Kasperletheater am Sonntag da, wird Rapunzel vorgetragen. Ich nehme an, sicherlich im Café hier, Eiscafé auf dem Markt. Und wir haben eine ganz tolle Märchenvorlesung, Frau Holle. Nennt sich dann auch Mitmachmärchen, wo die Kinder auch ganz toll mitmachen können. Mhm. Und die Äpfel und das Brot. Und ja, dann müsst ihr euch überraschen lassen. Das ist schon um 14 Uhr vorher im Gemeindehaus. Jetzt noch eine andere Frage, die gerade noch einfällt. Wer sich jetzt noch ein bisschen einbringen möchte, finanziell oder mit einer Arbeitskrafthand, ist das noch möglich? Ja, finanziell auf jeden Fall. Also da können wir jeden Euro gebrauchen, weil im Moment trägt ja schon der HGV eine Last mit, weil so viele Sponsoren konnte ich jetzt auch nicht mehr akquirieren. Aber und zum Mitmachen gibt es auf jeden Fall auch noch an dem Wochenende, dann am 3. Advent, viel zu tun. Jetzt hält mir noch eine Frage ein. Wird es eine Eintagsfliege sein oder wird es im nächsten Jahr vielleicht wieder diesen Weihnachtsmarkt geben können? Vielleicht, wenn er gut angenommen wird, dann würde ich schon auch jetzt im Dezember dann schon für nächstes Jahr die Planung beginnen. Ja, also dann heißt es jetzt ganz dick im Kalender ankreuzen. 15. bis 17.12. Weihnachtsmarkt hier auf dem Marktplatz in die Poldiswalde, organisiert vom Handels- und Gewerbeverein. Und vielen Dank, liebe Frau Leiteritz, dass Sie den Hut aufgesetzt haben, obwohl es heute eine Mütze ist. Ja. Viel, viel Erfolg. Und wir machen jetzt gleich ein bisschen Weihnachtswerbung, damit Sie ein bisschen in Stimmung kommen.